Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 22.06.2021, einen Dienstag. Ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Sonnenwendfeier mit viel Hitze, Freude, Tanzen, Singen und wunderschönem Wetter. Die waren ja gestern und vorgestern. Finde ich immer wunderschön. Ich habe sie gefeiert. Aber jetzt zum Dienstag schauen wir mal, was uns am Dienstag erwartet. Wir haben Reichtum. Reichtum ist immer gut. Und Gewinn. Oh, das ist sehr schön. Reichtum und Gewinn ist sehr, sehr, sehr schön. Im Hier und Jetzt wiederkehrend. Sehr schön. Also, das heißt, Reichtum heißt jetzt nicht zwingend Geld. Heißt, und auch Gewinn heißt nicht zwingend Geld. Heißt nur, wir gewinnen an Reichtum und es kommt wieder. Das heißt, für jeden das, was er an Reichtum schon mal verloren hat. An Freude, an Liebe, an Glück, an Geld, an Zuwendung, an was auch immer. Also, wir gewinnen etwas zurück, was wir schon mal hatten. Und das empfinden wir dann als Reichtum. Es ist auf jeden Fall ein Gewinn für uns. Ja, wir haben es schon mal verloren, darum ist es wiederkehrend. Aber im Hier und Jetzt ist das Glück. Ja, der Gewinn kommt von unbekannter Seite, von unbekannter Person oder Situation oder Schwingung, wie auch immer du das sehen willst. Und es kehrt wieder in der Selbstbestimmung. Das heißt, das kommt dir jetzt nicht zugeflogen, sondern du musst schon auch dafür sorgen, dass es wiederkommt. Das heißt, in deiner Schwingung sein, die Frequenzen hochhalten, zum Beispiel, wenn etwas Positives wiederkommen soll, was weg war. Das war ja nur weg, weil du runtergefahren bist, weil du in deiner Frequenz, in deiner Schwingung, eigenen Schwingung, einen Verlust drin hattest, das sich einfach runtergezogen hat und das hat dann das alles ausgelöst. Jetzt hast du das Glück, wir alle das Glück, dass die Schwingung hoch ist und wir können jetzt auch unseren Gewinn und Reichtum wieder erlangen. Aber wir müssen uns natürlich selber darum kümmern. Es kommt niemand und schenkt dir was. Das heißt nicht, du musst jetzt arbeiten wie ein Berserker, sondern einfach im Positiven sein. Und jetzt momentan bei den Energie dürfte es nicht so schwer sein, du musst dich bloß mal ein bisschen einschwingen, denn wir sehen, dass momentan die Energie sehr hoch ist und man sehr leicht in die positive Schwingung geht. Anschauen, was du glaubst, das ist das, was ich gesagt habe. Wenn du etwas wiederhaben willst, musst du selber dran arbeiten und vor allem gucken, was du glaubst. Wenn du glaubst, ich habe das, wenn wir jetzt vom Geld zum Beispiel reden, ich habe das Geld nicht verdient, wird es nicht wiederkehren. Wenn du glaubst, ich bin nicht schön genug, wird auch das nicht wiederkehren. Also du guck an, was du glaubst, das ist nämlich das, was auch kommt. Und hier ist die Aufregung der Tochter vorbei. Das kann das natürlich mehr bedeuten. Das heißt, dass erstmal die Aufregung um die Kinder vorbei ist, was jetzt dann in den nächsten Tagen kommen sollte, also uns gezeigt werden sollte. Oder aber, da hier erstmal ein Verlust war, hat man sich da tierisch drüber aufgeregt und dass es jetzt vorbei, weil es eben wiederkehrend ist, ist es genauso möglich, wäre vielleicht sogar die bessere Variante, weil es dann einen Satz ergibt. Und hier geht es primär um die Jugend. Das heißt eben auch von den Jungen, die jetzt ihr gottgegebenes Recht zurückgewinnen und auf Festivals und was weiß ich was gehen dürfen, weil die Masken jetzt bitte, bitte endlich mal komplett fallen. Oder aber auch dein jugendliches, weibliche Indiersein, dass ich wirklich freuen kann, dass ich wirklich aufregen kann, was wirklich unbelastet im Hier und Jetzt diesem Glück entgegenstreben kann, sieht jetzt, es kommt wieder das Glück und es ist vorbei mit dem Unglück in dem Fall. Aber wie gesagt, es ist eine Selbstverantwortung und es ist deine Glaubenssätze. Es kehrt irgendein Reichtum wieder. Es kann natürlich auch ein Verlust des Reichtums wiederkehren, wenn du das so willst. Das ist nämlich deine Aufgabe, hier zu gucken, was denke ich, was fühle ich, was ist um mich rum, weil um dich rum deine Außenwelt zeigt deine Innenwelt. Und also guck mal in dir, was glaubst du, was denkst du über das, wenn du etwas haben möchtest, wenn du zum Beispiel ein neues Rad haben willst, weil sie dein altes geklaut haben.
Und wenn du dann sagst, ich weiß nicht, der Verrat am besten billig ist, weil sie klauen es mir eh schon wieder. Wenn du sowas denkst, kriegst du dein Rad nicht zurück. Weil sie klauen es dir ja wieder, wenn du das in deinem Kopf hast. Wenn du sagst, nee, ich überlege jetzt gerade mir noch ein tolleres Rad zu kaufen, weil nochmal passiert mir das nicht, dann kommt dein Rad wieder. Zum Beispiel, das ist genau das, was ich meine. Also, passt auf eure Gedanken auf, schaut, was ihr fühlt und denkt, weil mit jedem Gedanken ist auch ein Gefühl dabei und das macht das ganze Jahr so ein bisschen schwierig, immer im Positiven zu bleiben. Aber man kann sich das angewöhnen, wenn ich runterfalle, wenn ich auf einmal schlechte Laune habe oder auf einmal nicht mehr so gut drauf bin wie am Vormittag. Warum? Was habe ich denn gedacht, wenn nichts wirklich passiert ist? Also, die Frequenzen, die Energien sind da, wieder was zurückzubekommen, den Reichtum zurückzubekommen. Macht das Beste drauf. Wir sehen uns morgen. Habe die Ehre.